So, in welchem Abstand habe ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Abstand. Er hat es gerade schon wieder gesagt. Was? Kerstin? Kasti. 13er Abstand. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 12, 13. Entweder hier oder hier. Bin mir gerade nicht sicher. Muss nochmal zählen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Was heißt 10? 10, 11, 12. Okay. Was denn? Nix. Ich bin viel zu konzentriert, um hier Zwei, Spanisch zu zählen. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Jetzt passt. Da muss der nächste hin. Du bist viel zu konzentriert, um auf Spanisch zu zählen. Man ist nie zu konzentriert, um auf Spanisch zu zählen. Nicht? Ich verstehe nicht, warum du so Na, ich nicht mal eben auf Spanisch zählen kannst, also geht gar nicht. Muss man noch können. Ich bin eigentlich Das ist gar nicht allgemein bekannt, dass man gerade. das können Ich muss. mache gerade gar keine konzentrierte Aufgabe, weil ich habe Schiss, weil ich im Nether bin und weil die Zombie-Pigments die ganze Ja, Zeit da hätte ich auch Schiss. mich rum sind und weil der das Gast mich die ganze Zeit ruft. Und ich hatte Angst, hab, dass er jetzt halt anfängt zu schreien und zu spucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Verdammt, passt nicht. 14, 15, 16, 17. Die Hälfte von 17 ist 7,5. Nein, Quatsch. 8,5, 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. die Zombie-Pigments das gut finden, dass ich 2. denen hier ein neues Zuhause baue. Passt. Weiß ich nicht. Frag sie mal. Naja, sie tun zu mir zumindest Vielleicht nichts. antworten sie dir ja sogar. Ich weiß es nicht. Schade, ich habe noch keinen Quarz gefunden. Hier, das habe ich gerade gemacht, gucke. Ja, Sekunde. Also, was heißt, ich habe nichts wirklich gemacht, aber das habe ich Ah, hier. verdammt. Ich habe Ich den guck so sofort. ausgerufen. Na, jetzt habe ich den nicht mehr. Ich gucke. Da, Ich gucke. da, Wow, da. schön. Ja, schön ist übertrieben. Ja doch, wieso? Du hast es geschafft. Guck mal, so sieht es jetzt aus. Ja, cool. Ja, das Sie sind fetzt. genau abgezählt und symmetrisch. Ach, hast es wieder mal geschafft. Dann könntest du ja heute ruhig schlafen. Ja. Ja, aber weißt du, wie scheiße es ist, wenn man wirklich unsymmetrisch baut? Ja, vor allen Dingen bei dem, was ich ja jetzt gemacht habe, habe ich gar nicht Aber das Einzige, was da ein symmetrisch. bisschen blöd Aber ist, das guck sieht mal. man am Ende nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd, weil hier oben ist ja jetzt Erde. Ich kann die Erde ja nicht wegmachen, sonst baue ich ja das Feld kaputt. Ich will dann hier solche Cobblestones reinmachen. Meinst du, das sieht dann immer noch gut aus mit den Pfeilern? Weiß ich nicht. Kann sein. Ansonsten muss ich die quasi einen kleinen Tick nach unten setzen. Aber dann wägen die wieder nicht so, weißt du? So müsste ich die dann sonst setzen. Und dann sind die wieder so klein. Dann müsste ich eventuell den Boden noch eins tiefer machen. Ja, warte erst mal. Was heißt denn hier? Warte erstmal ab. Ich bin doch Vielleicht hier die sieht das ganze ja Zeit. gut aus. Was? Was er sagt, weiß nicht, ob das dann immer noch so gut aussieht. Weißt du doch jetzt noch nicht. Wenn Musst du ich das erst so mal tiefer so. setze, meinst du, oder wenn ich hier die Cobbles? Hä? Guck. Wirkt das noch gut? Wie ein stabiler Pfeiler oder eher nicht? Klar wirkt das noch wie ein Pfeiler, wie soll es sonst wirken? Ja, weil die Treppen ja jetzt hier so eingelassen sind. Da. Weil das Slabs vorliegen. So. Ich kann nur nicht hier abbauen. Weil dann bin ich. Obwohl, da kann ich wohl abbauen. Ah, nee, aber das ist mir zu gefährlich, weil wenn ich hier weiter baue, dann. Nee, das lasse ich. Wie, das ist ja zu gefährlich.
wenn ich hier in die Richtung komme, dann baue ich das Feld kaputt. Ja, stimmt. Ich muss da gleich auch aufpassen. Ja, dann ist ja gut. Ja, echt, ey, also, das ist ja voll intolerant. Nee, keine Ahnung. Nicht intolerant, wie sagt man denn? Keine Ahnung, wie du das findest. So. Wie sagt man denn anstatt intolerant, mein Gott? Ich weiß ja nicht, was du meintest. Halt ein anderes Wort für nicht schön. Für nicht schön, doof. Nein, und auch nicht doof. Halt für nicht schön. Guck mal, der erste Bewohner ist in meine Höhle eingezogen. Was? Tatsache. Schön. Wunderbar. Ja. Frau, Sie machen das super. Ja, ich mach das ganz super. Wunderschön macht sie das. Wunderschön. Aber es ist so mühselig, ey. Mein Inventar ist immer noch nicht voll. Das Inventar ist immer noch nicht voll. Nee, ich möchte hier wovon weg. Voll? Achso, von Neta. Ja. Hast du meine Spitzhacke mitgenommen? Die ist schon kaputt. Was? Ja. Ich hab dir doch... Das war die mit der Regeneration, oder? Nö. Ach. Das war eine normale. Okay. Die hast du mir nicht gegeben. Hast mir eine verzauberte gegeben. Du hast sie kaputt gemacht. Ich hab sie aufgebaut, oder hast du gedacht, die? Ja, ich hab ja auch explizit gesagt, du darfst sie ruhig kaputt machen. Von daher... Ist alles gut. Also hätte ich mich da jetzt, wäre ich jetzt da jetzt falsch in Erinnerung, dann täte es mir leid, aber. Nein, ich hab's dir gesagt. Ich war falsch, wenn überhaupt, in Erinnerung. Weil ich gerade behauptet habe, du hast sie kaputt gemacht und wohl das nicht solltest. Aber du durftest. Ich habe auch Videobeweis, dass du es durftest. Also von daher alles gut, Baby. Oh, der Zombie-Pigman kommt hier mir immer in die Quere. Ich hab Angst, dass ich die mit der Spitzhacke haue und dann alle ganz böse auf mich sind. Ich glaube, das wollen die auch. Dass du sie haust? Ja. Die warten nur darauf, dass mir die Hand ausrutscht. Möglich. Sie rennen auch manchmal, ist mir auch schon im Singleplayer passiert, rennen einfach dann da so in deine Spitzhacke rein. Ja. Oder rennen in dein Schwert rein, obwohl du gerade einen Gast fightest oder so. Deswegen. Ich kenne das, Baby. Also. Die sind ganz heimtückisch. Die sind nicht umsonst, tun die einen erstmal nichts. Nee, die sind wirklich sehr heimtückisch. Heimtürkisch. What? Was? Was? Nein. Das kannst du ja so nicht sagen. Was? Was? Stimmt, kann ich wirklich so nicht sagen. Ich revidiere diese Aussage, weil nachher kriege ich noch Stress hier irgendwie. Und nachher stellen sie einen noch nach als Rassist oder so ein Scheiß da. Deswegen revidiere ich diese Aussage, die war im Eifer des Gefechts und auf solche Aussagen stehen übrigens sehr, sehr hohe Geldstrafen. Wisst ihr? Die man auslegen kann, wie man will. Und die eventuell beleidigend sind. Von daher nehme ich diese Aussage wieder zurück und distanziere mich von dieser zufällig gewählten Ausdrucksweise. Ach, so, ja. Damit bin ich rechtlich schon mal abgesichert. Hoffe ich jedenfalls. Entschuldigung. Benjamin. Ich wollte sagen, dieser kleine Elefant hier. Kannst sprechen und bist... hallo, du bist überall bekannt, Baby. Das wäre nicht so schön. Wieso? Das wäre das Letzte, was ich wollen würde. Echt? Ja. Ich will meine Ruhe haben, ey. Für meine Ruhe haben, ich will bekannt sein, ich hasse YouTube. Ich will meine Ruhe haben, geh weg. Nachher werde ich noch erschossen oder so. Nee, nee, nee. Ja, gut, dass du es ansprichst. Da wurde ja eine YouTuberin erschossen. Du hast sie ja wohl irgendwie mal flüchtig gesehen, gekannt oder? Ja, ab und zu habe ich da ihre Musikvideos mal geguckt. Ja, kannst ja. Was soll ich da jetzt erzählen? Du wolltest ich schon wieder sagen, gar kannst du ja mal ich, erzählen. Das nein, du nein, nein, nein wollte ich gar nicht. Ich wollte sagen, ich kannte sie ja gar nicht. So. Der ist tragisch. Ich habe mich nur im Idiot, der Wort sowas tut. Was? Ein Idiot, der sowas tut. Arschloch, feiges noch dazu. Ja, er hat sich ja dann hinterher nochmal selber erschossen.
Von daher habe ich dazu nichts wirklich zu sagen, außer dass es mir sehr leid tut für das junge Leben, weil die war ja nur so jung, und für die Familie. Also, was man da sonst sagen? Ich kannte sie ja nicht persönlich. Du warst immer scheiße. Aber deswegen will ich auch lieber nicht bekannt sein. Man weiß nie, was dann für Menschen da irgendwie für Ambitionen entwickeln. Da ist so ein kleines Trolling ja nichts dagegen. Nee, das stimmt. Das ist auch nicht zu vergleichen damit. Definitiv nicht, nein. Also so wollte ich das jetzt auch gar nicht auf eine Ebene stellen. Tut mir leid, wenn das jetzt so klang. So. So, wie sieht's denn jetzt aus? Oh. Schön. Achso? Ich habe noch nicht mal rüber geguckt, aber ich sag einfach mal schön. Ich hoffe einfach nur, dass ich endlich mein Inventar voll habe. Ich könnte sogar noch den Rucksack füllen, aber ich glaube, das halte ich nicht mehr aus, ey. Mach ich mir in die Hosen vor Angst. Obwohl das ja eigentlich Blödsinn ist, weil da muss ich muss ja eh immer wieder. Du machst dir in die Hose vor Angst, das will ich nicht sehen. Was? Wieso? Dann bist du inkontinent. Wenn du dir vor Angst in die Hose machst. Inkompetent vielleicht, aber inkontinent. Ich bräuchte da jetzt nichts kaputt, okay. Wenn ich das so richtig sehe, ich bin bei mir nicht sicher, kann ich die Blöcke auch noch abbauen. Oh, bitte lass jetzt kein Wasser entkommen. Ich brauche eine Schaufel. Meine ist schon wieder weg. Tja, kein Wunder, wenn du damit die ganze Zeit abbaust. Ich habe nur leider hier keine da. Auf Vorrat, aber ich habe hier einen Rubin. Tja, dann. Stöcke und Rubin ergibt eine Rubinschaufel, das ist doch was. Ja, deswegen ja. Guck mal, was ich gemacht habe. Moment. Hier sind die Zombie-Pigments drunter. Du hast sie eingebaut, oh mein Gott. Baby! Das die waren ist nervig. Das ist Massenmord. Ja, die haben jetzt, die leben ja noch. Ne, wie war der Genozid ist das so? Das ist ja ein Grab, aber die leben noch. Der Gast. Leer. Schön. Ich benutze es wieder zu inflationär, ich weiß. Ich habe hier noch nicht mal mehr Holz. Verdammt. So, liebe Kinder, der Held bin ich ja. Was das Auge mit dir und es geht jetzt erstmal ein paar Bäume fallen. Boah, ich habe so schlimm mein Auge gerieben, dass ich auf den einen Auge gerade ganz verschwunden oder nicht? Dass ich auf dem einen Auge blind bin. Ja, das wäre doch sehr super geil, ey. Es gibt keinen Super-GAU, Baby. GAU ist doch schon der größte anzunehmende Unfall. Ja? Ja, GAU bedeutet schon? Ja. Warum sagt man das? Das ist ein Irrglaube. Super-GAU gibt's nicht. Okay. Wie soll der größte... Ja, genau so ungefähr ist es auch. Genau wie der einzigste. Gibt's auch ja nicht, habe ich festgestellt. Zu meinem Bedauern. Was? nein, Quatsch. Das ist ja schon der größte anzunehmende Unfall. Wie willst du aus dem größten anzunehmenden Unfall noch eine Superlative machen? Irgendjemand hat's getan, weil dieses Wort habe ich mir jetzt gerade nicht ausgedacht. Das benutzen die Medien und sie benutzen es falsch. Die sagen ja auch Erderwärmung, wo die Erde sich ja nicht erwärmt, sondern die Atmosphäre. Ist auch nicht direkt richtig. Ist auch eigentlich nicht direkt richtig, dass die Atmosphäre sich erwärmt. Ja, die Erde erwärmt sich aber auch nicht. Korrekt. Oder hast du eine Fußbodenheizung, Max, ja, wenn du läufst? Ja, natürlich. Die Wohnung hat eine Fußbodenheizung. Nein, hat sie nicht. Nee, die Erde hat aber auch keine Fußbodenheizung. Also von daher ist das nicht korrekt, Erderwärmung. Ja, weder das eine noch das andere ist korrekt. Weißt du, aber das sind so Wörter, die wurden so irgendwie eingefügt und jeder benutzt sie. Und das ist. Und sie benutzen sie fast alle falsch. Hm. Und das nervt irgendwie auch. Weil immer wenn ich dann so höre, ja, voll der Supergau. Ja, nee. Einfach nee. Da kann er ja richtig abgehen. Ja, ey, ich bin zwar nicht so gut in Rechtschreibung, aber bei solchen Sachen da, ne? Weißt du? Weißt du, was ich meine so? Hm. Leicht. Ich bin nicht der Rechtschreib-Crack, ja? Ich würde im Buchstabierwettbewerb nicht einen Preis gewinnen. Ich würde da noch nicht mal erster Platz werden oder sonst irgendwas. Ich würde da noch nicht mal erster Platz werden.
Ich würde da noch nicht mal letzter Platz werden, so schlecht bin ich. Weil es einfach nicht gescheit genug mir beigebracht wurde. So. Wer sollte dir das denn beibringen? Lehrer oder was? Nein, Deutsch im Allgemeinen.